Ein ganz, ganz, ganz häufiger Fehler im Training ist, die Menschen geben nicht 110%, geschweige denn 50%. Viele Menschen trainieren einfach unterschwellig, mit so niedrigen Reizen, dass nichts passiert. Es ist gut, es schmiert ein bisschen die Gelenke, es macht sie vielleicht ein bisschen geschmeidiger, aber du wirst keinen Trainingsfortschritt haben. Den meisten wird Training falsch verkauft. Nur wenn du in einem Fitnessstudio bist, ein paar Drehachsen von Maschinen schmierst, mit Gewichten, wo deine Maus am Arbeitsplatz schwerer ist, wenn du die schiebst, wirst du keinen Erfolg haben. Die meisten belasten sich zu wenig. Die meisten trainieren innerhalb ihrer gemütlichen Kuschelzone. Freunde, wenn du Erfolg im Training haben möchtest, musst du die Komfortzone verlassen? Musst du 110% geben? Beispiel: Du beginnst jetzt, du stehst jetzt auf und machst Kniebeugen. Wie viel Kniebeugen schaffst du auf einmal? 20, 30, 80, 100? Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Fang mal an, du fängst heute an, machst du viel Kniebeugen, wie du kannst. Morgen machst du Pause, übermorgen machst du wieder so viel Kniebeugen, wie du kannst. Was für tolle Resultate hast du nach ein, zwei, drei Monaten? Die Ergebnisse sind gigantisch und so kannst du dein ganzes Training aufbauen. Du musst immer ein paar Wiederholungen mehr machen. Es darf brennen. Es soll brennen. Das ist ja nur eine Laktatanhäufung, die da brennt. Das ist ja nichts Schlimmes. Verlasse deine Komfortzone im Training. Bewegung ist gut. Üben ist auch gut. Aber trainieren, das erfordert was ganz anderes. Und die meisten, die ich kenne, die beginnen, auch Leute, die ein Studio daheim haben, die ich betreue, trainieren viel zu unterschwellig. Ja, dann gibt es aber auch die andere Seite, die Jungen, die Wilden, die mit viel Power. Hey, die hauen rein, das ist ja nicht mehr normal. Die einen überfordern sich, ohne Plan, einfach drauf los, ja, bis knallt. Und die anderen unterfordern sich. Der Mittelweg wäre gut, aber im Training, im Aufbau, im Umbau des Körpers müssen die Reize überschwellig sein. Sie sollen dich nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Es ist ganz, ganz entscheidend. Wenn du jetzt trainieren gehst und eine Übung machst, beispielsweise du bist in der Brustpresse, ja, drückst was weg, nach vorne weg. Und du hast ein Gewicht, du drückst es 20 Mal und du kannst es 25 Mal drücken, 30 Mal drücken, 40 Mal drücken. Ja, dann musst du mal nachdenken. Dann ist das Gewicht viel zu niedrig. Die 20. Wiederholung muss dich an die Grenze bringen. Es muss verdammt anstrengend sein. Nur so hast du auch Fortschritte, weil du bist ja eh schon im Studio. Die Zeit ist eh weg, aber nutze die Zeit effektiv und verlasse deine Komfortzone.